Okay, auch thanks. Finde ich schön. Aha. Und du? Ja, voll geil. Ja. Hallo meine Lieben, ja, wo ist sie denn, die Heidi? Scheinbar nicht zu Hause, wie man unschwer am Hintergrund erkennen kann. Wir sind im Urlaub und zwar in Frankreich und eigentlich war kein typisches Follow Me Around geplant dieses Mal. Ich habe die Kamera ausgelassen, wir sind nämlich schon ein paar Tage hier, aber es ist so unglaublich schön, dass ich es dann doch nicht ausgehalten habe und ich musste die Kamera rausholen, um euch ein paar Eindrücke einzufangen. Ihr könnt schon sehen, hier ist unser Pool und da hinten ist das Meer, es ist einfach total schön hier die Anlage, total familiengerecht, es gibt alles Mögliche und wie gesagt, deshalb musste ich euch einfach daran teilhaben lassen. Für mich steht die Woche noch ein Termin an und zwar fliege ich nach Hamburg zum Schwarzkopf-Event. Da wurde ich von der M eingeladen und ich liebe es ja zu fliegen, Hashtag nicht. Also da könnt ihr euch auch noch überraschen lassen, den Flug und so weiter, Flughafen werde ich nicht mitfilmen, weil ich einfach echt Angst habe. Ich wollte gerade Panik sagen, aber ich habe echt Angst. Und ja, lasst euch da mal überraschen. Das werde ich euch auf jeden Fall noch einblenden. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Follow Me Around. Und ich würde sagen, los geht's. Gefahren und hier auf diesem See gibt es ein Waterworld, wie ihr hier hinten unschwer erkennen könnt. Es sind ganz viele Hüpfburgen aufgebaut. Meine Mäuse möchten da jetzt natürlich unbedingt drauf gehen. Wir schauen jetzt einfach mal, wie so der Ablauf ist. Ich würde natürlich total gern ans Meer, aber jetzt dürfen die Kinder hier erstmal spielen. Mal gucken, wie es wird. Und ja, ich melde mich dann einfach nochmal. Bis dann. Tschüss. Meine Lieben, wir sind jetzt hier unten am Meer angekommen. Meine Kinder hatten natürlich total viel Spaß auf den Hüpfburgen. Sorry, dass ich meine Sonnenbrille auf habe, aber ich sehe sonst nichts. Ich wollte euch aber unbedingt mal dieses wunderschöne Meer hier einfangen. Es ist einfach nur traumhaft. Es ist glasklar. Wir gehen jetzt gleich tauchen. Meine Mäuse sind schon im Wasser, man hört es auch. Und ich werde jetzt mein Kleidchen ausziehen und meine Haare hochmachen. Die nerven mich nämlich gerade tierisch. Und die sehen auch ganz schrecklich aus, aber es wird ja jetzt hier kein Haartutorial. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal dieses wunderschöne Meer hier einfangen und ein bisschen von diesem Flair hier mitgeben. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch den Strandtag hier genießen und ich würde mal sagen, bis später. Mr. Bean und er wollte unbedingt den Ort sehen, wo Mr. Bean macht Ferien abgedreht wurde und deshalb sind wir heute mal nach Cannes gefahren. Guten Morgen, es ist Mittwoch und wir sind jetzt hier mal zu einem anderen Strandabschnitt gelaufen. Morgen ist ja der große Tag in Hamburg. Und ich bin schon total aufgeregt, werde euch dann jetzt im Anschluss die Sequenzen vom Follow Me Round einspielen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin schon total gespannt, wie der Armin so drauf ist. Und ich würde sagen, ich genieße jetzt hier mit meinen Mäusen noch den Tag am Strand und melde mich dann nochmal zurück, nachdem ich euch das Follow Me Around von Hamburg eingeblendet habe. Bis dann, tschüss! Hier im Restaurant, im 23. Stock. Restaurant Clouds heißt es hier und der Ausblick, der ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Das ist richtig schön, das fange ich euch dann noch ein. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil ja ganz viele Mädels auf einen Haufen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben uns natürlich viel zu erzählen. Ich freue mich total, hier zu sein, ist ja klar. Hier seht ihr schon meine liebste Lieblings-Steffi. Die quatscht natürlich wieder, ist ja klar. Ihre Lieblingsbeschäftigung. Und ja, ich blende euch jetzt mal ein, wer noch alles da ist. Wir genießen jetzt den Abend. Ich nehme euch wie immer mit. Ich hoffe, ihr freut euch und ja, bis gleich. Willkommen, Mädels.
Da sind sie alle, die schönen Mädels. Und hier geht es natürlich weiter. Und das genieße ich jetzt. Hier meinen anti-alkoholischen Drink. Der sieht aber gut aus. Yummy, yummy. Ist das schon mal okay? Der Finger weg. Spinnst wohl. Ist doch meine Heidi nicht gefrückt. Schön alles hergerichtet für uns. Hier und hier drüben. Auch ganz lecker. Oh, ich freue mich jetzt. Wir sind extra früh aufgestanden, die Steffi und ich. Dann haben wir uns noch gemütlich geschminkt. Und jetzt freuen wir uns auf unser Frühstück. Und dann geht es endlich los. Bin schon ganz gespannt. Ich glaube, um 10 geht es los, ne Steffi? Um 10, ja. Um 10 werden wir abgeholt, genau. Und dann haben wir so einen Plan. Ja, und ich freue mich schon voll. Das haben wir schön gemacht. Vor allen Dingen, dass die Steffi schöner bei mir ist. Ja. Okay, auf geht's. Bis später. Oh, hi. Das ist für dich schön. Aha. Und du? Ja, voll geil. Ja, wir sind heute gut drauf. Ja, voll. Wir sind immer gut drauf. Ja, ist doch gut so, oder nicht? Ja. Also schon gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Hammer. Ja. Schaut mal, wer noch alles da ist. Wir übertreiben jetzt mal. Ja. Oh, du bist jetzt so bescheuert. Ihr wisst ja, dass ich an meine Haare so gut wie gar nichts lasse. Und ja, ich bin jetzt total gespannt, was überhaupt möglich ist. Wir sollen uns umstylen, denn es gibt auch was zu gewinnen, und zwar eine Reise nach London. Und dadurch, dass ich ja echt nicht viel machen kann, sind meine Chancen natürlich sehr gering, wovon ich auch stark ausgehe. Aber es ist kein Problem. Es ist jetzt natürlich ein Versuch. Ich freue mich jetzt drauf und ich bin schon total gespannt. Wow! Was? Gut! Oder? Du bist blond. Nein. Doch. Aber ich werde euch auf jeden Fall Bilder einblenden. Es war ein wahnsinnig schöner Tag, es war total aufregend. Ich habe total viel gelernt, was Farbe und so weiter betrifft. Und es war sehr, sehr spannend, auch mal den Armin kennenzulernen, die ganzen Mädels hier zu haben. Und ich werde mal gucken, wie ich das Video zusammenschneide, mit ihr einen Einblick habe, wie schön es hier war. Also es war, wie gesagt, total aufregend. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen in die Stadt. Ich muss dann wieder fliegen und ich würde sagen, ich melde mich dann von zu Hause nochmal. Bis dann, tschüss! Hallo meine Lieben, wir haben es
ist jetzt Samstag. Sorry, aber ich bin total fertig. Ich bin heute Nacht nämlich erst um 2:30 wieder hier angekommen von Hamburg. Ich wollte jetzt eigentlich da vorne stehen bleiben, damit ihr diesen wunderschönen Ausblick auch mit mir genießen könnt. Aber da wird gerade fleißig Rasen gemäht. Ich glaube, das wird dann zu laut. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum, dann fange ich euch noch ein paar Eindrücke ein. Ich wollte euch aber noch so ein bisschen was von Hamburg erzählen. Und zwar war das Event richtig cool, es war total gut organisiert, ich hatte sehr viel Spaß, ich habe viele Eindrücke mitgenommen, es war aber auch anstrengend natürlich. Ich hatte zum Beispiel nach der Ankunft nur eine Viertelstunde Zeit, um mich fertig zu machen, also sprich zu duschen, zu schminken, die Steffi zu begrüßen, weil es dann schon in der Lobby losging. Aber das ist halt nun mal so. Ich hatte ja auch eine lange Anreise. Der Flug war ganz okay, aber ich habe halt den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken, weil ich halt so aufgeregt war. Und ja, das Restaurant war richtig cool. Also das Essen war auch sehr, sehr lecker. Und ja, wir haben viel Spaß gehabt. Es war cool mit den Mädels. Die waren alle gut drauf. Der Barkeeper, der hat mich ein bisschen geärgert. Ich hatte nämlich nach einem alkoholfreien Getränk gefragt. Also wir durften uns einen Cocktail aussuchen zum Aperitif sozusagen. Und dann meinte er nur so ganz plump, ja, dass es halt eine Erwachsenenbar wäre. Und ich dachte mir so, hä? Also wo ist jetzt das Problem, dass ich was ohne Alkohol möchte? Ich trinke halt nun mal keinen Alkohol. Also das fand ich schon echt komisch, aber ansonsten war das Essen echt total lecker, die Aussicht war richtig cool und ja, dann haben wir so den Abend ausklingen lassen sozusagen. Ich habe dann natürlich noch mit der Steffi ganz viel gequatscht, nachdem wir im Hotel angekommen sind, ist ja logisch. Und am nächsten Morgen ging dann eben das Event los, früh um 10. Der Armin hat uns einiges erklärt. Ich habe viel gelernt. Es war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt wegen der Sonne. Ich laufe mal da lang. So. Ja, und dann gab es auch was zu gewinnen. Also es gab eine Challenge und der Armin meinte dann, diejenige, die die größte Veränderung mit ihren Haaren halt hat, ja, wird gewinnen. Und da war ich natürlich raus, weil, also ganz ehrlich, ich habe lange schwarze Haare. Was erwartet man von mir, dass ich sie mir irgendwie abschneide und blondiere oder was? Also was soll ich da für eine Veränderung zaubern, ne? Ich habe mir dann hier hinten eine Strähne rausgemacht und habe sie dann blondieren lassen. Wir haben dann Farbe drauf. Ich hoffe, dass ich die Bilder gleich dann bekomme, wenn ich zu Hause bin, damit ich sie in dieses Video reinschneiden kann, damit ihr mal sehen könnt, was dabei rausgekommen ist. Es war nämlich auch eben ein professioneller Fotograf da. Wir wurden ganz toll geschminkt noch. Also wie gesagt, alles super organisiert. Was mir so gefehlt hat, war die Typberatung, weil das noch in unserer Agenda eben stand. Aber das... dazu kam es nicht. Also Armin sollte uns noch beraten. Ich für mich weiß, dass ich eine Typveränderung machen werde. Also Typveränderung ist übertrieben, ne? Also ich möchte halt jetzt irgendwie mal was mit meinen Haaren machen. Das steht an. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber jetzt quatsche ich mal nicht mehr weiter, weil das Video wird sonst zu lange. Ich hoffe, mein Follow Me Around hier zu mehr nach Frankreich und ja, das Event nach Hamburg hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!